Liebe Heidegger Reisegäste, heute melde ich mich aus dem Stuttgarter Osten, genauer gesagt aus dem Kübler-Areal. Das Ganze hier war bis in die 70er Jahre hinein eine riesige Näherei. Doch dort, wo früher die Strickmaschinen standen, ist heute ein Kreativzentrum. Auch Heidegger hat hier ein Büro, hier werden zum Teil die Kulturreisen konzipiert. Hier sind aber auch Filmschaffende, es gibt eine Theaterbühne, es sind Städteplaner und Architekten. Das ist auch der Grund, warum ich Sie heute mitnehme hierher, denn es geht um Architektur. Woran erkennt man gute Architektur? Architekten meinen, wenn sich ein Gebäude mit 2, 3 Strichen skizzieren lässt und dann sofort wiedererkannt wird, dann ist es herausragende Architektur. Hätten Sie es erkannt? Der Eiffelturm oder das Opernhaus von Sydney. Und was ist das? Die Elbphilharmonie. Ich möchte Ihnen zeigen, was das Besondere an der Elbphilharmonie ist, wie so ein Besuch einer Heidegger-Gruppe in der Elbphilharmonie abläuft, was meiner Meinung nach der schönste Platz ist in der Elfi, und ich nehme Sie mit Backstage hinter die Kulissen dieses großen Konzerthauses. Bei einem traditionellen Konzertsaal sitzt das Orchester vorne auf der Bühne und das Publikum in langen Reihen dahinter. Bei der Elbphilharmonie dagegen sitzt das Orchester in der Mitte des Saales und das Publikum wie in einer Zirkusloge drumherum. Dieses Prinzip gab es 1963 in der Berliner Philharmonie übrigens zum ersten Mal. Wenn wir mit unseren Heidegger Reisegästen die Elbphilharmonie besuchen, gehen wir schon nachmittags gegen 16 Uhr dorthin, um viel Zeit zu haben, das ganze Gebäude zu erkunden. Zunächst einmal geht es die längste gebogene Rolltreppe der Welt hinauf, durch den alten Kaispeicher bis zu einem großen Panoramafenster, von wo aus man den ersten großartigen Blick über den Hafen hat. Dann weiter hinauf auf die Plaza, die einem einen Rundumblick auf Hamburg und den Hafen ermöglicht. Meistens sind wir dann dort zum Sonnenuntergang und erleben ein wunderbares Abendrot. Dann geht es hinab in ein im alten Kaispeicher gelegenes Restaurant, das Restaurant Störtebeker. Dort stärken wir uns für die Aufführung in der Elbphilharmonie. Erst dann geht es viele, viele Treppen hinauf in den eigentlichen Konzertbereich. Dort haben wir in der Lobby noch Zeit für ein gemütliches Glas Sekt vor dem Konzert, bevor wir dann den großen Saal betreten. Doch jetzt zu der spannenden Frage, was ist eigentlich der beste Platz in der Elbphilharmonie? Das sind immerhin über 2000 Plätze. In der Elbphilharmonie können Sie durch die mittige Bühne auch hinter dem Orchester sitzen und so den Dirigenten von vorne sehen. Ein solcher Platz empfiehlt sich aber nur, wenn keine Gesangssolisten auftreten, die Sie sonst nur von hinten sehen würden. Generell gibt es in der Elbphilharmonie keine schlechten Plätze, man hat von überall eine tolle Sicht. Vor allem natürlich von ganz oben. Allerdings sollten Sie dann schwindelfrei sein. Mein Lieblingsplatz ist ein kleines Sofa, das sich die Architekten einfallen ließen, um die Ecken abzurunden. Jetzt möchte ich Sie noch mitnehmen auf einen Gang hinter die Kulissen der Elbphilharmonie. So sieht die Bühne aus, wenn die Techniker noch am Werk sind. Durch diesen Gang verlassen und betreten die Künstler die Bühne. Er führt direkt zu den Künstlergarderoben und einem Loungebereich für das Orchester. Hier finden auch nach den Konzerten kleine Stehempfänge für VIP-Besucher statt. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, einmal dabei zu sein, wenn wir mit unseren Reisegästen nach Hamburg in die Elbphilharmonie fahren. Uns wird's freuen. Bis dahin, machen Sie's gut.